Auf jeden Fall echt ein nicer Ausflug dahin. Dort haben wir sogar noch einen neuen Spruch wieder gelernt. Einen neuen Schrei. Meine, das passt doch. Und auch ein bisschen Geld dabei verdient. Was für mich immer ganz wichtig ist. Denn ich brauche ja ganz viel Geld mittlerweile. Gerade wenn ich nachher anfangen will, ein Kind zu adoptieren, dann brauche ich auch noch muss ich auch noch ein bisschen was zurücklegen. Gut, um den DLC halt gerecht zu werden. Ihr seid zurück, Ja. gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Mortier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Hast du das Amulett und den versiegelten Brief zeigen? Was ist das? In diesem Brief wird alles erklärt, das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die nur dann der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben. Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Ach du Wenn wir damit Scheiße. erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Delvin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Okay. Bruder? Die Wahrheit der Mutter der Nacht. Na gut. Die Wahrheit über die Mutter der Nacht, nicht schlecht. So. Der Typ hat gutes Geld, oder? Okay, wenn er eine Liebesgirl ist. Wir haben auch immer wieder mit ihnen zu tun.
So. Müssen wir nochmal gucken, wie wir unseren, dass wir unseren Ruf auch wieder reinigen. In diesem Markhafter. Der Gilde stehe ich immer gern zur Verfügung. Ja, ja. Okay, ich bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der dunklen Bruderschaft hier. Oh, oh, ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Natürlich doch. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Es geht ums Geschäft, natürlich. Was für eine Art Geschäft denn? Das könnt ihr mir über dabei sagen. Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja. Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Danke. Verdammt. Nee, warte. Genau hier, weil es ein bisschen leichter rauszukommen. So, ja, natürlich. Ihr seid zurück. Gut. Nun, was hat Mallory gesagt? Ist das Amulett echt? Ja, und nächster Filmmitglied des Ältestenrates hergestellt. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser, böser Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? War er. Hier ist ein Bürgschaftsbrief. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Eine Hochzeit? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Wer ist es hier? Ihr Name ist Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vicky wird regelmäßig mit ihren Gästen sprechen, wie es der Brauch will. Wenn sie das tut, tötet sie.
Und ich verspreche euch einen beträchtlichen Bonus. Geht jetzt. Und meine Empfehlungen an die Braut. Könnt ihr mir mehr Einzelheiten zu diesem Auftrag geben? Es geht um eine öffentliche Ermordung. Wie ihr das anstellt, bleibt ganz euch überlassen. Ein Pfeil in die Kehle? Ein Messer in den Bauch? Die Entscheidung liegt bei euch. Nur laut und dreckig muss es sein. In der gegenwärtigen politischen Gesamtsituation wird das Volk annehmen, dass der Mord mit den Feindseligkeiten zwischen der Armee und den Sturmmänteln zusammenhängt. Jedenfalls wird mit Vickys Tod die reinste Hölle losbrechen. Ihr tätet gut daran, euch schon im Voraus einen guten Fluchtweg zu suchen. Welche Verbindung hat Vicky zum Kaiser? Eine hervorragende Frage. Vittoria Vicky ist die erste Cousine unseres geliebten Kaisers, Titus Mede des Zweiten. Vicky hat offensichtliche Verbindungen zum Kaiser. Ihr Gatte hat Verbindungen zu den Sturmmänteln. Ihre Heirat ist ein Schritt in Richtung Versöhnung. Ein Mord im Rahmen der Hochzeit würde also nicht nur den Friedensprozess ins Stocken bringen, sondern das gesamte Reich erschüttern. Der Kaiser wird zum Handeln gezwungen. Er wird nach Himmelsrand reisen, um die Folgen des Attentats zu bewältigen. Und die dunkle Bruderschaft wird bereits auf ihn warten. Warum nimmt der Kaiser nicht an der Hochzeit teil? Seine Reise nach Himmelsrand war schon seit Monaten geplant und wurde dann in letzter Minute abgesagt, sehr zum Entsetzen seiner Cousine. Anscheinend wurde dem Kaiser klar, dass seine Anwesenheit eine aktivere Rolle in den fortwährenden Feindseligkeiten mit sich bringen würde. Eine Rolle, die er ganz offensichtlich nicht spielen wollte. All dies wird sich jedoch mit der Ermordung seiner Cousine ändern. Jeder wird glauben, dass der Konflikt zwischen der kaiserlichen Armee und den Sturmmänteln der Grund dafür war. Und der Kaiser wird dazu gezwungen werden, hier wieder für Ordnung zu sorgen. Okay. Dann gehen wir. Einsamkeit mit euch. Zeit, den Kaiser nachhaltig für einen Besuch. Dann gehen wir auf eine Hochzeit. Ja, geil. Jetzt kann öffentlich immer ermorden. Alles ist ja so wie. Oh, Alter. Ich will doch kein öffentlich ermorden. Und dann noch eine Einsamkeit. Ich glaube, danach sollten wir erstmal unseren Ruf wieder heimwaschen. Vielleicht ist das so unsere nächste große Tat, die wir machen. Vom Anti-Helden, also vom bösen Wicht also zum Anti-Helden, so. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas. Ja, könnte sein. Da jetzt muss ich mich immer um deine Hochzeit kümmern. Habt ihr schon gehört? Diese verdammten Magier haben Winterfeste in den... Ich bin nur hier, um für den Schutz der Cousine seiner Hoheit zu sorgen. Was für ein wundervoller Tag. Ich hoffe, ihr genießt die Feierlichkeiten. Ich bin einfach überwältigt. So viel Freundlichkeit. Nur für mich. Die Sturmmäntel lassen grüßen. Oh, nun, dann erwidert bitte den Gruß eurer Sturmmantelfreunde. Dies ist ein Tag der Versöhnung. Kaiserliche Soldaten, Sturmmäntel, hier sind alle willkommen. Immer sachte. Okay. Meiner neuen Braut nur nicht zu nahe, verstanden? Gar kein Problem. Genießt doch die Feierlichkeiten. Dies ist ein Tag. Ja! Hilfe! Jemand wird angegriffen. Bei den Göttern. Vittoria! Nein! Wir haben Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Die Braut wurde ermordet. So hilft doch jemand! Ihr habt mich gefangen, ich werde meinen Kopfgeld bezahlen, ihr 1040. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Jo, sorry, tut mir leid.
Ja, weiß ich, bring die Braut um. Spiel so, ja gut, kannst bezahlen. Okay. So, ja, kann ja passieren, ne? Sorry. So, tut mir leid. Können wir gehen. Tolle Gesetze. Gut, dann ist mein Ruf ja doch noch nicht zerstört. Also gut, dann ist er unter immer noch in diesem einen Ding da zerstört. Ja, dann zahle ich mal ein bisschen Geld. Wir werden nur noch genug Geld bekommen. Die hier da einen Auftrag, dann noch mal einen Mordauftrag. Da werden wir dann noch genug. Allgemein noch genug bekommen. Das wird, glaube ich, sollten wir nicht zu viel. Warte. Nicht zu viel sparen. Na gut, das war ja eine einfache Quest. Ich dachte, jetzt kommt eine richtige Hochzeit, oder? Okay, das war dann doch ein bisschen einfacher, als ich dachte. Zum Glück. Hallo. Die Kunde ist in aller Munde. Vittoria Vicky, die Cousine des Kaisers, wurde auf ihrer eigenen Hochzeit ermordet. Gut gemacht. Sie hat geblutet wie eine. Sehen, wie seine Eminenz das ignoriert. Sie hat geblutet wie eine abgestochene Sau. Mit dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Weg gebracht, den die dunkle Bruderschaft schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegangen ist. Die Ermordung eines Kaisers. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber, mit dem ihr eine Legende der dunklen Bruderschaft beschwören könnt. Seine Seele dient uns im Tod, wie uns sein Körper zu Lebzeiten diente. Kann auch Geld nehmen? In eurem Eifer habt ihr es leider versäumt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Da ihr diese Anweisung ignoriert habt, ist euer Bonus leider verwirkt. Nun denn, es ist Zeit, zur nächsten Phase des Plans überzugehen. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. Bis der Tod erscheint. Erwähnung der Sicherheitsmaßnahmen, okay. Ist das also, ich weiß gar nicht, ist das das Finale von der dunklen Bruderschaft? Den Ding, die natürlich. Oh nö. Ey. Buh. Bäh. Lieber Bruder, ich habe auf euch gewartet. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Das hat sie, wie lauten die Einzelheiten? Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen beginnen müssen. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen und so den Schutz des Kaisers zu schwächen. Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser in Verbindung bringen. Verstehe. Gaius Maro wird sterben. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen und die Sicherheitsvorkehrungen jeder Stadt in Himmelsrand zu inspizieren. Geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der Städte und schickt seine Seele zu Cities. Sobald er tot ist, versteckt den belastenden Brief bei seiner Leiche und überlasst den Rest dem Schicksal. Ah, und eine letzte Sache noch. Ja? Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der größeren Städte, die er besuchen wird. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden, ebenso wie der Brief, der Gaius Maro mit der Verschwörung zur Ermordung des Kaisers in Verbindung bringen wird. Wenn ihr das tut, werde ich euch in Astrids Namen einen eher einzigartigen Bonus zahlen.
Es ist ein besonderes Zeichen, dass ihr Olava der Schwachen in Weißlauf überreichen sollt. Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Mhm. Na gut. Erzählt mir etwas über Drachenbrügge. Es ist eine kleine Stadt mit einem ganz speziellen Merkmal. Dort befindet sich der einzige Außenposten des Penitus Oculatus in Himmelsrand. Er wurde von Kommandant Maru gegründet, als dieser vor einigen Monaten zum ersten Mal nach Himmelsrand kam. Als er mit den Vorbereitungen für den ersten Besuch des Kaisers begann. Was wird der Mord an Gaius Maru erreichen? Kommandant Maru zu töten wird nichts nützen. Es würde nur jemand an seine Stelle treten, nein. Er muss der Verantwortliche bleiben. Aber abgelenkt, geschwächt. Hängt Gaius dem Sohn des Kommandanten etwas an und tötet ihn. Das wird den Kommandanten in Trauer stürzen und demütigen und seinen Familiennamen entehren. Dann wird der Sicherheitsplan scheitern. Und das Beste ist, dass der Kaiser ein falsches Gefühl der Sicherheit empfinden wird. Er wird denken, dass ein geplantes Attentat bereits aufgedeckt und verhindert wurde. Kennt ihr Gaius Maros Reiseplan? Nein. Darum solltet ihr ihm am besten folgen, wenn er Drachenbrügge verlässt. Mhm. Aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Wir wissen, dass es irgendwo im Außenposten des Penitus Oculatus einen schriftlichen Reiseplan gibt. Es wäre natürlich sehr günstig, wenn ihr euch den besorgen könntet. Was denkt ihr über Cicero und die Mutter der Nacht? Ohne die Mutter der Nacht gibt es keine dunkle Bruderschaft. Der Oberin gebührt unsere vorbehaltlose Unterstützung und Achtung. Obwohl ich zugeben muss, dass ihr Bewahrer für meinen Geschmack ein wenig zu überschwänglich ist. Was könnt ihr mir euch erzählen? Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte, lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja. Einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt ihm das Urteil von City.